Wir wollen hier eine Rostoptik herstellen an dieser Wand. Dazu müssen wir natürlich die Fläche erst grundieren. Das machen wir mit Kappa Trend Schwarz. Das Material wird aufgerollt und mit der Bürste nachgebürstet. Wir wollen eine Rostoptik herstellen. Dazu benötigen wir Antiklasur von Histolit. Wir benötigen einmal Oxidbraun, das sind Volltonfarben. Einmal Schwarz und einmal Oxidrot. Wir setzen hier 30% zu, hier 5% und hier 5%. Benötigen wir dafür eine Waage? Wäre in jedem Fall von Vorteil. Du kannst es aber auch volumenmäßig machen. Okay. Dann brauchen wir ein Quarz. Hier 9,43. Relativ grob. Dann machen wir 30% rein. Hier 9,42. Das ist schon ganz fein. Der ist ganz fein und hier machen wir 40% rein. Ich habe das jetzt schon vorbereitet. Und es sieht dann so aus. Den bringen wir mit der Bürste ungleichmäßig auf, so dass wir die groben und feinen Körner von dem Quarz gut verteilen. Wir bürsten das Material im Kreuzgang auf, macht es nicht zu gleichmäßig. Es kann ruhig mal ein bisschen wild verbürstet sein. Nachdem wir unser Grundmaterial so relativ wild aufgetragen haben und auch mal so senkrechte Läufe reingewischt habe, haben wir dann mit Xylitol, Volltonfarbe Ocker und Oxidorange diese Highlights hier reingestupft. Ihr stupft dann geringe Menge Material hier auf die Fläche. Und hier muss man sagen, weniger ist hier so ein bisschen mehr. Wenn ihr seht, es ist etwas zu viel, dann könnt ihr den Grundton nehmen. Hier nochmal das nachstupsen und stupst dann auch die Fläche. Diese Optik ist eine Individualoptik, die sieht bei jedem anders aus. Man muss auch mal ein paar Schritte von der Wand weggehen und dann einfach mal gucken, wie passt es genau.